So, herzlich willkommen bei Gita Leo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt die dritte Folge diesmal. Wir haben ja letztes Mal schon gelernt in der ersten Folge, wie die Saiten heißen, wie die Gitarre aufgebaut ist. Dann in der zweiten Folge einige Akkorde. Das waren, glaube ich, D-Dur. Dann hatten wir E-Moll, A-Moll und G-Dur. Jetzt heute lernen wir vielleicht noch zwei, drei weitere, dass man wirklich ein paar Lieder spielen kann. So, zum Beispiel würde ich sagen, C-Dur ist ziemlich wichtig. Da macht ihr im dritten Bund, haben wir gelernt, ne? Erster, zweiter, dritter Bund. Auf der zweiten Seite, also auf der A-Seite, den Ringfinger. Im zweiten Bund auf der D-Seite den Mittelfinger. Und im ersten Bund auf der H-Seite den Zeigefinger. Und dann schlagt ihr alle Seiten an. Das ist C-Dur. Was kann man noch gut gebrauchen? Zum Beispiel A-Dur. A-Moll haben wir ja schon kennengelernt. Ne? Das war A-Moll. Klingt eben einfach ein bisschen molliger, ein bisschen trauriger vielleicht. Und Dur ist meistens, macht ein bisschen schöneren Klang, schöneres Gefühl. Der Unterschied ist einfach nur, dass man nicht den Zeigefinger im ersten Bund auf die H-Seite macht, sondern den kleinen Finger im zweiten Bund auf die H-Seite. Das sind die drei, also auf D, G und H-Seite im zweiten Bund alle drei, dann werden alle Seiten angeschlagen. Jetzt überlege ich gerade mal, was man aus den Akkorden für Lieder machen kann. Also zum Beispiel mit aus D-Dur, A-Moll, E-Moll und C-Dur besteht ein Kompliment von Sportfreunde Stiller. Dieses, ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Genau. Ich singe es jetzt nicht komplett durch, das könnt ihr euch ja dann selbst angucken, wie das funktioniert. Aber besteht eben aus D, A-Moll, E-Moll, C-Dur. Einige Lieder bestehen auch nur aus zwei oder drei Akkorden, also zum Beispiel Pocahontas von Anne Maikantereit besteht nur aus A-Moll und C-Dur, immer im Wechsel. Da schlägt es dann noch ein bisschen besonders an, aber es ist ja am Anfang erstmal egal, also um das Lied mitzuspielen oder um es für euch singen zu können, reicht es ja, wenn ihr A-Moll und C-Dur beherrscht. Also echt einfach jetzt üben, wie man eben umgreift, dass ihr die Akkorde sauber greift, immer auf den Bund stehen, immer fest in die Seite drücken. Und dann eben auch die Anschlagsform mit der rechten Hand, also dass ihr dann mal ein bisschen variiert, dass ihr nicht eben immer nur runterschlagt, sondern auch mal Aufschläge macht und da ein bisschen besser werdet. Und was ihr vielleicht jetzt noch ganz kurz lernen könnt fürs nächste Mal, was nämlich für das vierte Video dann wichtig ist, nicht nur zu wissen, wie die Saiten heißen, sondern eben auch die Tonleiter. Ich weiß nicht, ob manche ist bestimmt schon ein Begriff, andere vielleicht noch gar nicht. Also C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, A, S, H, C ist die Tonleiter. Und die braucht ihr eben auch, um zu verstehen, so ein bisschen wie die Gitarre funktioniert oder um Melodien spielen zu können oder auch um zu verstehen, warum man die Akkorde greift, wie man sie greift. Also wer die noch nicht kann, gerne versuchen, bis in zwei Wochen drauf zu haben oder zumindest schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben. Das ist so wie am Klavier, die weißen Tasten sind die Ganztöne, also C, D, E, F, G, A, H, C. Und die schwarzen Tasten sind immer die Halbtöne dazwischen. Und dann Cis, Dis, Gis. Und an der Gitarre ist es ähnlich mit den Saiten und den Bundstäben. Das lernen wir nächstes Mal, aber diese Tonleiter C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, S, H, C gerne schon mal versuchen, sich drauf zu schaffen, wer es noch nicht kann. Und dann freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis in zwei Wochen. Ciao.